Mittendrin hieß eine Veranstaltung der Stadtkirchengemeinde. Mündervereine präsentierten Kostproben ihres Könnens vor einem großen Publikum. Hier die Red Stars. Die Tänzerinnen des Ballettvereins zeigten, wie sich mit Haushaltshockern tolles Ballett tanzen lässt. Zwei charmante Moderatorinnen, Pastorin Almut de Bühr-Böckmann und Diakonin Susanne Rieke Scharrer, führten durch das Programm, unter anderem mit Peter Grande und Beatrice Hanstein. Das Jugend- und Kammerorchester Münden überraschte mit flotten Stücken und der junge Konzertchor präsentierte einen Mix aus Gesang. Die Münder Chorvereinigung und der Gospelchor luden das Publikum zum Mitsingen ein. Mit einem Ausschnitt ihrer tänzerischen Fähigkeiten überraschten die Mädchen verschiedener Gruppen von der Ballettschule Wandke. Eine Augenweide waren auch die schönen Kleider. Der Anmut einiger Tänzerinnen verzauberte das Publikum.